Moin Leute, was geht? In diesem Video soll es mal um euer Wissen über Red Dead Redemption 2 gehen. Weil ich habe mir einfach so gedacht, mache ich heute mal nichts zu Pferden, nichts zu Waffen oder irgendwas in diese Richtung, sondern einfach mal ein schönes Red Dead Quiz. Ich habe mir einfach ein paar Dinge überlegt, die ich euch als Frage stellen kann. Und es wird sich dann zeigen, ob ihr euch mit der Story wirklich gut befasst habt. Oder eher weniger. Aber bevor das Video jetzt anfängt, will ich noch mal auf meine PSM-Community aufmerksam machen. Den Namen seht ihr eingeblendet. Ansonsten würde ich mich über ein Abo oder eine positive Bewertung sehr freuen, da ich sehr viel Zeit und Arbeit in dieses Video gesteckt habe. Aber fangen wir doch einfach mal gleich an mit dem Video. Und zwar die erste Frage: Wie alt ist Arthur Morgan eigentlich? Ist er 29 Jahre alt, 42, 35 oder 37 Jahre alt? Das Alter, da muss man wirklich erstmal überlegen bzw. recherchieren, um das überhaupt zu wissen. Und Arthur Morgan ist tatsächlich 37 Jahre alt. Wer hätte es gedacht? Also ich persönlich wäre nie darauf gekommen. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich auch nicht gewusst haben, dass er so alt ist. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wie nennt man eigentlich Arthurs Hut? Ist das der Wanderhut, der Pirscherhut, der Glücksspielerhut oder vielleicht doch der Jägerhut? Eigentlich ist das eine ziemlich einfache Frage und jeder, der die Story gespielt hat, sollte diese ganz einfach beantworten können, da jeder den Hut schon mal aufheben musste und sollte daher wissen, dass es der Glücksspielerhut ist. Also wirklich einfach für alle, die die Story gespielt haben, kein Problem. Außer wenn ihr jetzt die Story nur durchgespielt habt, also durchgesuchtet, dann könnt ihr das einfach nicht wissen. Aber machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, welche Pistole kam neu in die Story mit einem Update hinzu? Ist das die Mauser-Pistole, die P1900, die M1899 oder die Alpha-Pistole? Das ist eine relativ schwierige Frage, muss ich zugeben. Aber man sollte wissen, dass es die M1899 ist. Und diese kann man auch nebenbei Instant Deni kaufen. Nur so nebenbei. Aber machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wo findet man den Pferdehehler? Eigentlich ganz einfach: bei Blackwater, bei Rhodes, Clemens Cove oder Cotora Springs. Eigentlich jeder, der die Story wirklich durchgespielt hat, kriegt gezeigt, wo dieser zu finden ist und sollte daher auch die Antwort sofort wissen. Und zwar ist das Clemens Cove. Und vielleicht habt ihr auch Bock, einfach mal ein Pferd zu klauen und zu verkaufen, dann einfach nach Clemens Cove. Und machen wir weiter mit der nächsten Frage, nämlich: Welchen Revolver findet man bei einer Schatzsuche? Ist das der Otis Miller Revolver, Bills Revolver, Flacos Revolver oder Walters Revolver? Ist wirklich schwierig, vor allem wenn man jetzt die Schatzkarten nicht gemacht hat. Aber es ist der Otis Miller Revolver. Vielleicht gefällt euch diese Waffe. Von daher solltet ihr mal einfach die Schatzsuche machen und findet diesen wirklich schicken Revolver. Die nächste Frage: Wann spielt Red Dead Redemption 2 eigentlich? Ist das 1888, 1899, 1902 oder 1892? Ja, wirklich schwierig. Die meisten werden es nicht wissen, aber es ist 1899. Jetzt wisst ihr es und vielleicht hilft euch das auch irgendwann irgendwo mal weiter. Machen wir allerdings weiter mit der nächsten Frage. In welcher South Park Staffel kommt Red Dead Redemption 2 vor? Ist das Staffel 19, ist das Staffel 22, Staffel 20 oder vielleicht doch Staffel 23? Okay, zugegeben, das ist eine wirklich schwierige Frage. Dafür muss man diese Sendungen auch wirklich gucken. Ansonsten kann man das nicht wissen. Ist mehr eine Scherzfrage, aber es ist Staffel 22. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Ich fand es wirklich witzig, vor allem weil ich wirklich alles verstanden habe, worüber die gesprochen haben. Die nächste Frage ist: Welches Pferd hat Dutch eigentlich? Ist das ein Albino-Pferd, ein Mustang, ein Araber oder doch ein American Paint? Ja, wirklich schwierig, das herauszufinden, weil das wird leider nicht angezeigt, aber dafür habt ihr ja mich. Und ich sage euch, das Pferd von Dutch ist ein weißer Araber. Das ist halt so.
Viele gehen davon aus, ist ein Albino, ist er aber nicht. Die nächste Frage lautet, wer kann nicht schwimmen? Ist das Arthur? Ist es Dutch? Ist es John? Oder vielleicht doch der liebe Micah? Das kann man wirklich nur wissen, wenn man wirklich die Story durchgespielt hat. Weil dann dürfte man es eigentlich schnell feststellen, dass einer von diesen Charakteren nicht schwimmen kann. Und leider ist es John, weil der kann einfach nicht schwimmen und das ist schon wirklich ekelhaft, wenn man vom Pferd fällt oder halt vom Boot runterplumpst. Weil, naja. Machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wo findet man den Warped Brindle Araba? Ist es bei Blackwater, bei Wapiti, in Van Horn oder bei Coulter? Ja, ist auch ein Update-Pferd, von daher sollte man das wissen, wenn man jetzt erst vor kurzem die Story gespielt hat, beziehungsweise sich dafür interessiert. Aber man findet ihn bei Wapiti. Nebenbei habe ich dazu ein Video gemacht, nur so, falls es jemand interessiert, verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Aber machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wer ist Jim Milton? Ist es ein Polizist? Ist es ein Hehler? Ist es vielleicht John? Oder doch eher der Dutch? Nichts Genaues weiß man. Jim Milton ist nicht der Pinkerton-Agent, der die Bande verfolgt. Naja, nicht so ganz. Es ist nämlich John. Das ist sein Deckname, nachdem sich die Bande auflöst. Und da nennt er sich halt Jim Milton. Für alle, die es nicht wissen, die wissen es jetzt. Die nächste Frage ist, welches ist eigentlich das schnellste Pferd im Spiel? Ist es der Araber, ist es der Turkmene, der Foxtrotter oder das englische Vollblut? Das ist jetzt wirklich eine Frage für Pferdeverrückte, also für so kleine Stingrays. Und eigentlich ziemlich simpel beantwortet, es ist das englische Vollblut. Ist nicht der Araber, nicht der Turkmener und auch nicht der Foxtrotter oder irgendwas anderes. Es ist das englische Vollblut, ist auch bestätigt. Und weiter zur nächsten Frage. Wie heißt dieses Pferd? Dafür muss man wirklich jede Nebenmission gemacht haben. Ist es Tristan, der Graf, Buell oder der Kaiser? Ja, alle, die die Story wirklich komplett gespielt haben, die werden es wissen. Für alle, die es nicht wissen, dafür gibt es auch wieder den Stingray. Und der sagt, es ist der Buell. Den findet ihr in einer Nebenmission. Habe ich auch vor kurzem erst ein Video zu gemacht. Verlinke ich auch einfach mal in der Videobeschreibung für alle, die es interessiert. Die nächste Frage ist, wie endet die Story eigentlich? Arthur stirbt, Micah stirbt oder John wird Vater? Alles ist möglich. Und jeder, der die Story gespielt hat, der wird wissen, wie sie endet. Für alle, die es nicht wissen, gibt es jetzt gleich die Auflösung. Nämlich ist es so, dass der liebe Micah stirbt und das auch zu Recht, denn er hat alle verraten und ja, ist die gerechte Strafe für den lieben Burschen. Ich mag ihn nicht. So, falls euch das Video jetzt gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten hoffe ich halt, dass ich euch mit diesem Video mal unterhalten konnte. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und ciao.